Happy Juice. Boom. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und heute mit Lost in Play. Ach, wir haben ja schon die Demo gespielt, ich war ganz verzaubert und das ist das einzige Spiel, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Und ich würde sagen, wir stürzen uns mal hinein ins Abenteuer mit unseren beiden sympathischen Geschwistern, die mich immer noch an eine ganz gewisse Zeichentrickserie erinnern. Ich drücke hier einfach mal auf Start. German ist noch eingestellt. Ist ein Traum. Ach, und die Musik. Ah, ist schön, wieder da zu sein. So, aber genug geschwafelt. Ich drücke jetzt endlich mal auf Start. So, Controller, ja, hab ich. Ach. Design. Es ist so ein Traum. Ach, es ist schön. So, kann es sein, dass wir... Ach, Yuval, Oren, Alon. Da sind wir wieder. So. Na komm, jetzt wäre ich. Ja, komm, ich hab dich gleich. Hallo. Ja, ich komme, ich beeile mich. Rennen kann ich leider immer noch nicht. So, der Telefon. Hallo, Pizzika? Slanogabo. Ich frage mich immer noch, wer an der anderen Seite irgendwie uns da jetzt gerade... Ich weiß es nicht. Es klang jetzt irgendwie nicht so richtig sympathisch. Der Spiegel. Hallo. So, warte. Jetzt sieht noch nicht richtig aus. Ja, genau. Jetzt. Sehr schön. Mein Gott. Die Augen. Ach, das ist der beste Spiegel der Welt. So. Mal schnell wieder zurück. So, einmal hier drauf. Und dann einmal da. Da sind sie wieder, die beiden. Warte. Wir brauchen die Tasse. Wir müssen die Tasse für unsere Teeparty haben. Ja, ausgezeichnet. Und ich stecke sie mir gleich mal in die Tasche. So, unser Inventar sieht noch sehr übersichtlich aus. Juhu! Tasse habe ich schon. Ich komme. So, mal. Hier, dort und da. Ich drücke mal. Machen wir mal so. Ah. Hallo, mein kleiner Plopfisch. Na komm hier. Einmal ein bisschen die Backe gekrault. Und wir rennen mal weiter. So, die Tür. Ich glaube, da fehlte noch der Schlüssel. Genau, ich erinnere mich. Jetzt zwar schon ein bisschen wieder länger her, aber... Ja, wie gesagt... Wenn man sich so auf ein Spiel freut, ach, dann bleibt einem einiges noch in Erinnerung. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Lost in Play. Das Charakterdesign. Es ist ein Traum. Ach, ich bin so gespannt, was für unglaublich krude, lustige Momente uns noch erwarten werden. Hallo! Die Teeparty ist schon am Start. So, Herr Quackerich. Er hat seine Tassen mitgebracht. Ausgezeichnet. So, Fröschchen. Auch. So, Herr Gnom. Der hat auch seine Tasse. Was ist mit unserer Tasse? Wir haben keine Tasse. Doch, wir haben eine Tasse. So, dann alle am Start. Das ist der Schlüssel. Den hätte ich doch gerne. Ja. Der fliegt mir direkt in die Tasche. So, schnell zurück zur Tür.
Und dann holen wir uns mal... Warte, ja, ich hab doch den... Warte mal. So, warte mal. Ja? Ja, fast. Ja, gleich. Ja, warte. Nee, jetzt... ein bisschen... Oh nein, dieses Rätsel. Das ist doch... Warte. Wir machen mal... Oh ja, so. Einmal... So, mal, wir müssen mal gucken. Ja, da ist es blau. Hier ist es auch blau, aber da oben. Ne, hier. Wir brauchen wahrscheinlich. Wir brauchen hier den roten und hier müssen wir. Genau. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Dankeschön. So. Fürs richtig harte Zeug. So, ich habe Bergstoff dabei. jeder kriegt jetzt erstmal eine Kanne voll. So, hier wird nicht gekleckert. Hier wird richtig geklotzt mit der Gießkanne. So, Nummer 1, ja. Nummer 2. Und dann haben alle. So, dann lasst euch mal munden. Och, oh ja, der knallt rein. Und da sind wir. Zu Hause. Neben unserem extrem schläfrigen Bruder. Die Sonne knallt uns ins Gesicht. Ich könnte ja so nicht schlafen. Sobald irgendwie die Sonne aufgeht und mir auch gerade noch ins Gesicht scheint, ist Feierabend. So. Oh, das war eine aufregende Nacht. Ja, wir kratzen erstmal den Schlaf aus den Augen und stehen erstmal auf. Oh Gott, oh Gott. Oh, es war ein langer Tag gestern. So, nicht mal die Zeit gehabt, mich umzuziehen. Schön in Klamotten geschlafen. So, wie sieht das aus? Ich mach mal erstmal auf. So, wir lassen mal die Sonne rein. Haare kämmen wir uns auch noch mal schnell durch. So, hier, aufstehen. Tada! Große Frage, von was träumt er denn? Von was träumt er? Keine Ahnung, muss ein geiler Traum sein. Der ist überhaupt nicht aufzuwecken. Ich mach mal, ja. Ausgezeichnet, komm hier, her mit dem Schlüssel. Sehr schön. Denn, können wir mit dir noch irgendwie was anfangen? Können wir? Nö, anscheinend nicht. So, warte mal, die Kiste. Können wir die Kiste? Die ziehen wir uns schon mal nach vorne. So, sehr schön. Wie sieht das aus hier? Da können wir nach oben, da können wir den Wecker nehmen. Hier können wir die Lampe nehmen. Also, heller als die Sonne kann das auch nicht sein. Ja, schöner Blobfisch. Hallo, Frau. Ja, hab ich dich erwischt. Ah, die Katze. Ich war die ganze Nacht, ja, also auf mir rumgekraucht irgendwie, hat mich voll geschnurrt. Schrecklich irgendwie, schrecklich. Kein Auge zugemacht. Ach. So, Mr. Roboter. Die Haare! Die Haare! Bitte! Ja, sehr schön. Ja, ausgezeichnet. So, vielen Dank für die Batterie. So, na denn. Was ist denn? Können wir noch mit dem noch irgendwie? Weiß ich nicht. Haben wir hier noch irgendwie was übersehen? Ich kann da hoch. Ich kann mir den Schraubendreher holen. Na, jetzt komm schon. Ja. So, gut, dass das Bücherregal nicht umgefallen ist. Auf uns drauf. So, wir haben alles beisammen. Ich würde hier in der Ecke noch mal kurz gucken, aber hier ist nichts weiter, wa? So, warte mal, hier rauf. Dann kann ich mir doch jetzt... Nee. Brauchen wir nicht. Wir kommen ja so an den Wecker ran. Der leider... Ja, der ist kaputt. Zufälligerweise, ja, zufälligerweise habe ich schon alles am Start. Ich hab alles am Start. So, warte. Wir wählen aus. Jetzt reparieren wir.
Warte mal, hier. So, einmal hier rausschrauben. Einmal hier oben. Und einmal da. Sehr schön. So, Batterie hier rein. Oh, warte mal, ich muss noch drehen, oder? Warte mal. Rotieren, warte. Ach so. So. Sehr schön. So, dann haben wir das. Ach, schon wieder dieses Rätsel. Ich kann mich nur... Ach, okay, gut, ja, so ging das. So war das. Warte, so. Und dann müssten wir so, so und so. Sehr schön. Es gibt mehrere Wege. Und das kommt mir immer sehr gelegen. So, Bruderherz, jetzt ist es mal Zeit. Jetzt ist es mal Zeit aufzustehen. Ich glaube, er hat den Wecker manipuliert. Damit er nicht aufstehen muss. Er ist ein fetter, riesiger Morgenmuffel. So, komm, steh auf. Frühstück. Und dann... ab ins Abenteuer. Nee. Ich glaube, es hackt. Weißt du, wir haben uns so eine Mühe gegeben, ihn wach zu machen und zur Ferien. Zur Ferien, wir wollen Spaß haben. So, Schnuffkin, komm hier, pass mal auf. Kleiner, dicker Moppi. So, na denn. Wir gucken uns erstmal um. Ich krall mir mal die Wachsmalstifte. Können wir uns hier auch die Zeichen angucken? Grüne Sumpfoger, ein Auto in der Stadt und, keine Ahnung. So. Musike? Ja, ist doch alles sehr gemütlich, gemächlich, ist doch keine Ahnung. So, die Schublade. Wir brauchen schon wieder einen Schlüssel. So, die Uhr. Die Uhr hat kein Pendel. Okay. So, der Schnuff. Der Schnuff schläft. Den müssen wir noch irgendwie aufwecken. So, hier ist noch ein Bild. Ach, die Katze. Ja, sehr schön. Den ganze, ach, keine Ahnung. Ist hier immer so gut drauf. So, Muttern und Vatern. Und da hinten ist noch vielleicht Opa. Ich habe keine Ahnung. So. Die Katze ist richtig gut drauf. Der Hund klaut mir das Eis. es ist ein schöner Schnappschuss. So, jetzt sitzt er hier draußen vor der Tür auf der geilen Couch. Sowas brauche ich auch. So, die Katze. Hallo. Hallo, Mietz. Mietzmull. Ja. Die hat die ganze Nacht quasi, hat sie mich wach gehalten, ja. Morgens hat sie nichts Besseres zu tun gehabt, als sich ausgiebig an bestimmten Körperteilen zu schlecken, ja. Und jetzt pennt sie und ist richtig schön scheiße drauf. Versteh ich nicht. Ich wäre besser drauf. So, Leben einer Katze ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wie sieht denn das aus hier? Wollen wir was machen zum Ferien? Wir wollen ein paar Abenteuer erleben. Es ist immer dieser Gameboy. Immer diese neumodischen Spielkonsolen, ja. So, komm. Ich nehme mir hier das kleine Glöckchen. Ja, geil. So, was haben wir denn hier? Der Wäschekorb. Dreckiger Schlüppi. Kann es sein, dass wir irgendwie... dass wir Wäsche waschen sollten? Und jetzt steht die alles hier draußen? Zum Lüften? Oder was? Herr Quackerich hat... Ich dachte... Ein Ball. Okay, na gut, ja. Herr Quackerich, der liegt jetzt so auf dem Boden, aber wir nehmen dann lieber einen Ball mit. So, sehr schön. Vielleicht können wir ja mit dem Ball... Warte mal. Das ist doch hier oben. Ja, hier. Schnuffkin, hier, guck mal. Ich hab einen Ball. Hamitika Mama Nina. Ja, ist halt, weißt du, kein Stück Speck oder so. Der Ball ist halt, dafür müsste der Hund die Augen offen haben. So, vielleicht können wir ja mit dem Glöckchen hier wecken.
Stufkin. Ballspielzeit. Oh nein. Warte. So, die Schafe. Die schwarzen Schafe müssen aufs X. Wir dürfen die Schafe nicht in die Ecke reindrücken. Wir können nur bellen. Wir können nur so tun. Warte mal, so. Wir machen so. Warte. Ja, Nummer 1. So, Nummer 2, Nummer 3 und... Wir haben es geschafft. Und der Schnuff ist wach. Ja, Schnuffkin. Ich habe einen Ball. Ich habe einen super geilen Ball. Warte. Er wundert sich, warum zum Geier jetzt so viel wach ist. Aber jetzt ist Ballspielzeit. Schnuffkin. So, warte. Ich muss zielen und jetzt muss ich werfen. Naja, hat irgendwie hingehauen. Und die Lampe. Nein! Na komm, es geht schon. Ja. Oh. Ja? Eine schöne Frisur. Mega gut. So. Hier ist ja noch dieses Comic. Ich kick mir mal eben das Comic an. So. Ach, die Frösche. Und der Froschkönig. Oh Gott, da ist der Hirschbär, ja. Der gruselige Hirschbär, der den Wald unsicher macht. Unser König kriegt den Schock des Lebens, wird verfolgt, wird zermatscht in den riesigen Pranken des Hirschbäres. Aber wir haben ja unser Frosch-Ninja-Squad, die garantiert zur Belustigung und zur Freude des Froschkönigs natürlich Kleinholz aus dem Hirschbären machen werden. So, aber unter großem Gebrüll werden sie einfach weggeschlagen. Unser König wird gefesselt an den Marterpfahl. Und um den König jetzt zu retten, brauchen wir das magische Schwert aus dem Stein. So, um natürlich unsere Do-It-Yourself-Hirschbärenmaske zu fertigen, brauchen wir einen Karton. Wir brauchen eine Schere. Okay, ja, dann müssen wir hier ein bisschen schnibbeln, ja, für die Hörner. Ein paar Wachsmalstifte und dann haben wir eine täuschend echte Hirschbärenmaske. Das ist mega geil. So, das war's schon mit dem Comic. Ich bin natürlich gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir noch die eine oder andere Ausgabe. So, was ist denn hier draußen? Oha, die Katze. Der Hund. Die spielen nur. Die haben Freude. Die haben Spaß, die sind Freunde. So, jetzt haben wir einen Kistenhund. Hallo. Ja, Schnuffkin, wie sieht's aus? Ja, komm, such die Katze, spielt miteinander. So, ich nehme mir den Karton. Der passt in meine... Ja, wir haben ja Taschen. Wir haben Taschen, da passt reichlich rein. So, wie sieht das aus? Frau Blasius, können wir jetzt, wollen wir jetzt... Ich glaube, wir brauchen die Maske. Das wird so nichts. Ah. Das Pendel. Ja, sehr schön. So, das kralle ich mir gleich mal. Ab in unsere Mary Poppins Tasche. Du wirst noch dein blaues Wunder erleben, mein Freund. Merk dir meine Worte. Können wir ihn nochmal? Ja. Ja, der Plan. Ich war dir schon einen Schritt voraus. So, hier oben. Hallo, Witzikala, Koko. Oh, so, ich brauche das Pendel. Warte, ja, so. So, Rinder. Ach ja, die Uhrzeit. Oh, warte, ich muss nochmal kurz raus. Die habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Es war 5 Uhr und der Sekundenzeiger steht auf 45. Okay, gut, ja. Das kann ich mir hoffentlich merken. Aber ihr seid ja Kummer und Leid gewohnt bei mir. Das ist immer ein bisschen schwierig. Nein, die Steuerung hier. Nee. Es kann natürlich auch sein, dass ich das auf dem kurzen Weg bis hierhin vergesse. Es ist doch wohl nicht...
So, warte, eine Sekunde. Egal, in die Richtung. Das Spiel ist gnädig. Das Spiel ist sehr gnädig. Man muss nicht genau treffen. Der Schlüssel. Sehr schön. Okay, so, wie sieht es? Ich kann hier hinten nicht hin. Ich kann hier hinten nicht hin. Aber ich kann den, Schlüssel benutzen für die Schublade. So, warte mal. Schubslade. Dankeschön. Und da ist die Schere, die wir noch brauchen. Ausgezeichnet. So, das wird alles gleich schön zusammengefasst. Kann ich jetzt? Warte mal. So funktioniert das nicht. Warte mal. Nee, ich müsste es mit irgendwas anwenden, aber ich habe doch hier die Anleitung. Hier ist doch die Anleitung. Ich brauche den Karton, habe ich. Ich brauche die Schere, habe ich auch. Ich habe die Wachsmalstifte. So, hier ist auch nichts. Ja, aber dann ist es doch das hier, oder nicht? Ich kann jetzt hier nur raus. Oder mache ich das hier draußen mit Freund Blasius? Ja, genau. So, wir haben uns also gut gemerkt. Er merkt auch gar nicht, er ist so hart ins Spiel hier vertieft, dass er gar nicht mitbekommt, dass wir uns hier die Hirschbärenmaske gebastelt haben und jetzt verpassen wir ihm den Schreck seines Lebens. Hallo? Hallo? Ja. Ja. So, komm her. Ich fang dich. Ich krieg dich. Du brauchst dich nicht verstecken. Auch wenn du schneller bist. Ich krieg dich. Nanu? Oh. So, warte. Ach, auf den Dingern? Ah. Ja. Ja. So. Ja, das gibt mir den Speed Boost. Und das letzte. Ja! Jetzt bin ich nämlich der Hirschbär. Ja, lauf, lauf. Ja, du wirst schmecken. Verstecken zählt nicht. So. Es ist ein Traum. So, ist die Luft rein? Können wir raus? Hallo? Hallo, hallo? Da oben ist ein... Ist es ein Goblin? Hallo? Grudotik. Er braucht eine Brille. Okay, ist ein gebildeter Goblin. Vielleicht ist es auch nur ein Buch mit Bildern? Oder... Keine Ahnung. Ich glaube... Ja, ja, er braucht die Brille. Er kann es nicht richtig erkennen. Hier ist ein Thermostat. Es ist ein Knopf. Und ein Büchsenöffner. Okay, gut, ja. Schauen wir uns an. Wir sehen uns erstmal um. Ein bisschen Harz. Schönes, klebriges Harz. Können wir aber nicht einstecken. Das würde uns nur unsere riesigen Taschen verkleben. Dann haben wir wieder Popokarte. Wo ist denn... Da ist die Brille. Warte... Kann ich hier... Mist, die Kacke. Der ist schon besetzt. Der hohle Stamm. Kann ich ihn hier rausziehen? Warte mal, hier ist ein Messerchen. Kann ich mir das mitnehmen? Ohne dass wir uns erstechen. Ausgezeichnet. So, kann ich ihn jetzt nochmal wieder zurück? Wir haben ein bisschen was vergessen. Warte. Was wir haben, haben wir. So. In solchen Spielen brauchen wir ja immer Staubsaugerhände. Wir brauchen ja... Wir müssen alles haben. Das Ninja Squad. Da sind sie. Was ist das? Eine Schüssel. Aber keine leere Schüssel. Schon wieder ein Goblin. Oh. So eine Arschkrampe. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, die Schüssel nehmen wir uns. Jetzt brauchen wir nur noch einen Löffel.
Und eine Gabel und dann haben wir schon mal die Grundausstattung, ja, für jeden anständigen Single-Haushalt. So, hier haben wir noch einen Stein mit einem Schlitz drinne. Ja, weiß ich auch nicht. Hier. So, Freund Blasius, wie sieht's aus? Ja, du kannst doch da. Du bist doch ein Frosch. Du bist doch ein Frosch. Kannst du nicht springen? Kannst du. Egal. So. Er hat hier Probleme. Er kriegt das Schwert nicht raus. Okay. Wir müssen alle gemeinsam müssen wir an dem Schwert ziehen. So, und hier? Der hat einfach nur Hunger. Ja, sind die Fliegen noch frisch? Sind die Fliegen noch... Keine Ahnung. So, aber wir haben noch... Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir brauchen... So, hier. Er braucht... Keine Ahnung. Er muss eine Leiter haben. Wir müssen allen anderen helfen, damit wir das Schwert rauskriegen. Hier hinten war der Dosenöffner. Wir brauchen aber noch die Brille. Wenn ich ihm die Brille gebe, dann kann er mir vielleicht doch helfen, oder? Nee, das funktioniert so nicht. Was haben wir denn noch am Start? Wir haben eine Schüssel und wir haben das Ding. Okay, kann ich eventuell mit der Schüssel ein bisschen Harz? Das will natürlich nicht von alleine darunter. Aber eventuell können wir auch mit dem Messer ein bisschen was rauskratzen. Ja, ausgezeichnet. So, und jetzt könnte ich doch... Das Messer war ein sehr preiswertes Messer. Das konnte man auch nur einmal verwenden. So, jetzt kann ich mir doch bestimmt ein bisschen... Ruki Schloni Gabi. Ja, hier, bitte, mit der Schüssel. Mit der Schüssel können wir das doch machen. So. Ja, sehr schön. Sammeln wir uns mal ein bisschen was ein. Da hinten, ich hab schon eine Idee. Bären nicht umdrehen, alles gut. Ja. So, jetzt komm, jetzt schnapp dir. Ja, jetzt ist er endlich frei. Jetzt kann ich. Alles gut. Spiel da hinten noch ein bisschen Whack-a-Mole. Ja, alles überhaupt kein Problem. So, wir krauchen jetzt hier durch, schnappen uns die Brille. Ja, ausgezeichnet. Ich brauche aber noch. Sind wir mutig? Wir sind schrecklich mutig. Heute sind wir, ich weiß, aber wir sind. Er ist doch gerade abgelenkt. Er ist super abgelenkt. Na gut. Er ist vielleicht doch ein bisschen gefährlich. Ich wollte mir den Hebel holen, aber es. Würde wohl nicht so richtig hinhauen. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. So. Wie sieht das aus? Ich habe eine Brille. Grudotik. Junge Lampadur. Ich hab doch die Brille. So, warte. Nee. Ja. Guck mal. Na, endlich. Ach, jetzt kann er endlich. Seine Groschenromane lesen. Kannst du mir... Ich dachte, er hilft uns. Sehen wir so schrecklich aus, dass er, als er eine Brille bekommen hat, irgendwie Reißaus vor uns genommen hat oder so? Keine Ahnung. So, können wir vielleicht hier mit dem Ast. Das funktioniert natürlich nicht. Aber eventuell, warte mal. Eventuell kommen wir hier, ja, mit der Mütze. Hier, bitteschön. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die fliegt sonst wohin. So, sehr schön. Du, eine Hand wischt die andere. Ja, genau. Eine Hand wäscht die andere. Könntest du mir vielleicht helfen mit, kannst du mir vielleicht helfen? Genau, hier, da, das Teil. Können wir... Haben's gleich. Wir haben's. Ja. Ich. Wollen wir es auch mal probieren? Warte mal, komm mal an. Was ist das hier? Brauchst du vielleicht noch ein paar Klebehände? Was ist das hier?
So, vielleicht klappt es ja so. Und dann... Warte mal, wenn du jetzt da drauf gehst, hier... Und dann... Dann spring ich mal auf deine Schultern. Nö. Nee, funktioniert so nicht. Ich habe aber auch nichts mehr am Start. Soll mal mir... Das ist jetzt natürlich interessant. Der hilft mir nicht, der hilft mir definitiv auch nicht. Ich habe nichts mehr in der... Ich habe nichts mehr in der Tasche. Heißt also daran... Da könnten wir uns noch was nehmen. Da kriegen wir aber nur klebrige Finger. Und jetzt... Warte mal, ich gehe mal nochmal da hinten hin. Vielleicht haben wir da noch was übersehen. Das ist der Hebel. Der hebelige Hebel. Könnten wir eventuell... Warte mal... Genau, er könnte ihn noch ablenken. Schwuppdiwupp ist er weg. Ich schleich mich schnell an hier vorbei. Ja, warte, warte, schnell, schnell, schnell. Nein! Arsch, Arsch! Es ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Gib mir den Hebel! Nein, ich hab doch keine Zeit jetzt. Oh nein, ich hab doch keine Zeit jetzt zu spielen. Ach, heiliges Kanonenrohr. Ich meine. Na gut, kriegen wir auch noch hin. So, ich geh mal da hin. Dann gehe ich auch noch mal da runter. Vielleicht nehmen wir jetzt mal den und gehen dahin. Genau, dann gehe ich dahin. Er kann doch hier nicht dran vorbei, oder? Ne, kann er nicht. Er kann hier nicht dran vorbei. Dann ziehe ich doch mal die nächsten und ziehe ich mal dahin. Ja, und so drängen wir ihn langsam in die Ecke. Wir müssen ihn aber wirklich in die Ecke drängen, sonst haben wir ja das Problem, dass wir hier ja nicht weiterkommen. So, vielleicht umzingeln wir ihn mal. Warte mal, ich mach mal so. Und dann, genau, kommt er auch nicht mehr weiter. Der geht nach da. Der geht nach dorten, bleibt ihm ja nur noch da. Damit er uns jetzt nicht hier wegflutscht. Ich hoffe, das Spiel ist wieder ein bisschen gnädig. Müssen wir hier hin, sonst flutscht er uns ja raus. Dann... Oh Gott. Ja, nee, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Wir müssen da hin. Ach, na. Und er darf nicht raus. Nein, ich hätte gerne... Hallo? Ich komme an den anderen nicht ran. Ich komme an den ganz linken nicht ran gerade. Das ist aber doof. Ich kann nicht zurück. Das ist jetzt natürlich doof. Das muss ich natürlich... Achso, ja. Nein, ich will keinen Tipp haben. Ich muss leider nochmal von vorne anfangen. Ich kann leider nicht zurück. Das ist das Problem. Also müssen wir mal schön großflächig. Müssen wir uns jetzt mal. So, genau. Müssen wir mal nach vorne. Und solange er noch da ist, versuche ich ihn mal. So, zumindest so ein kleines bisschen. So, ein bisschen schon mal in die Ecke zu drängen. Wir gehen mal dahin. So. Ist er ja mehr oder minder schon. Gehen wir mal dahin. Jetzt könnte hier runter. Ich ziehe mal den einmal vor. Und den dahin. Jetzt müssten wir... Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt... Ja, haben wir jetzt auch verkackt. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Also, dürfen nicht so viel. Wahrscheinlich dürfen wir nicht so viel verlangen hier. Zumindest am Anfang müssen wir ihn so ein bisschen in die Ecke treiben. So, da kann er nicht raus. Ich gehe nach unten.
So, darunter. Ich gehe mal da hoch. Das war ein Fehler. Ich war so doof. Ich dachte, er geht dann so hoch. Ach, Menschenskinder. So, warte. Machen wir mal einen auf diesen. Auf diesen. Und auf diesen. So, heißt also. Ich versuche einfach mal. Wir versuchen einfach mal, ihn schon mal so ein bisschen zum Rand zu bewegen. Wenn das dann funktioniert. So, ich zieh mal den von hier unten nach oben. Den auch. So, dann müssten wir den. Ziehen wir mal nach da. Muss er nach da. Okay. Jetzt haben wir aber das Problem. Jetzt ist er schon wieder an uns vorbei. Ha, herausfordernd. So, kann ich ihn sinnen? Letzten Mal nicht so viele Probleme hatte. So, vielleicht war es auch nur Zufall. So, da kann er nicht raus. Alle anderen Sachen sind versperrt. Wir müssen eigentlich immer nur. Theoretisch müssen wir immer nur dahin. Und dann könnten wir ihn ja mehr oder minder. Er kommt ja da nicht raus. Und schieben wir ihn einfach immer nur weiter. Genau. So. Jetzt dahin gehe. Ah, könnte natürlich auch sein, dass er dann irgendwie raus möchte. Jetzt die große Frage. Jetzt lasse ich ihm hier diesen Weg. Genau, muss ihm aber immer einen Weg geben, den er aber dann nicht nehmen kann. So, jetzt müsste er nach da oben. Wie jetzt weitermachen? Theoretisch müsste ich ihn jetzt eins runterdrücken. Genau, hier kommt er aber nicht raus. Heißt also, wenn ich ihn jetzt hier runterdrücke, dann muss er nach hinten. Und dann müssen wir nach da. Wenn ich jetzt hier dahin gehe, kann er nur noch da hinten. Sehr schön. Und jetzt haben wir ihn. Ausgezeichnet! So, das hat ein bisschen länger gedauert. Ja, jetzt reg dich nicht auf, das war schwer genug, musst du fünfmal neu anfangen. Immer das Gleiche hier. Du, ich hab ihn. Der Frosch lenkt ihn ab. Ausgezeichnet. Das ist ein Traum. So, ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit. Ach. Die nächste Folge. Da geht's weiter. Ich bin gespannt, ob wir dem Hirschbären entkommen werden. Und ob wir unsere Schwester wieder zurückverwandeln können. So, aber dazu mehr erst in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.